Ich will nur schauen, wie viel. So, habt ihr mal alles im Griff? No! Ja, nein, auf gar keinen Fall! Keiner hat je irgendwas im Griff. Nein, auf gar keinen Fall! Ganz wir. Ja. Das geht heiß her. So, ich hab eben nicht dran gedacht. Also, ja, ich auch nicht, ich hab's auch gesehen. Ah ja, okay. Genau. Ja. Ich brauch jetzt erstmal einen Getränk nach diesem wirklich furchtbaren Dr. Pepper. Danke. Furchtbar! Also, das war nicht so schlimm wie das letzte, aber es war auch nicht gut. Okay. Ich freue mich gar nicht auf nächste Woche Dienstag. Ja, ich finde schon was. Ja, boah. Also ja, Dienstag ist nicht. Was sagt die Fanbase zum Projekt? Lenny ist hoch im Kurs, ja. Das glaube ich. Ja, Apache. Das schön, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich der beste Name gewesen für die anderen. Du hast doch ein Bild von dir, von Partner. Ja, ja, das zeigt dir einmal so eins aus wie Apache. Kennst du Apache? Ja, wo war das denn? So. Ja, oh, das war heute, weil ich jetzt bei uns erfassen habe, dass man es gekleidet hat. Okay. Ja. Egal. 1-2-1 halt. Ich war so traurig beim Turnier. Das hat mich so. Ja. Der hat mich noch tagelang beschäftigt. Alter. Ach, was? Ja. Ich war so. Ja. Stunde heißt die geile Stunde, die will sich. Ganz schön. Ja. Ja, ich hab ja genug wieder. Das ist richtig. Geil. Mikro an. Hallo. Kurz vergessen, drauf zu drücken. Also ich sage nochmal, was ich gesagt habe. Kravitz spielt mit seinen Gegnern, als wären sie Gitarrenseiten. Zumindest hat er das Glück und das Talent des Tüchtigen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also ob er jetzt pokertechnisch so virtuos ist, zumindest ist er furchtlos und spielt einfach. Und Apache passt eigentlich fast noch besser als Kravitz. Hat man gerade ein Foto gezeigt. Und das passt nach das Outfit. Perfekter Mann. Kevin haut die Abos raus an NTZ, unser Programmierer Matthias. Falls du zuguckst, grüß dich. Servus, Sally. Und ich mach mal wieder hier auf das Pokergame, während ich mein Getränk einschenke. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen am unteren Bildrand. Ich habe mir mal ein hervorragendes Getränk geholt und werde es auch gleich präsentieren. Vielleicht hört man es jetzt im Mikrofon. Da gluckert es schon. Ah ja. Ah ja. So, Hand Nummer 18. Da geht es auch schon wieder zur Sache. Brahmaroon am Button hier mit der 3-Bet, gefällt mir. Könnte auch größer machen nach den ganzen Cornern. Denn die Caller werden auch weiterhin callen. Von daher kann man es ruhig teuer machen. So, also kann man auch 2,50 machen. Ja, so spielt er immerhin nur gegen 3 Gegner. Und Lenny Kravitz bleibt auch mit am Start. So, jetzt müsste mal ein Board kommen für den Maroon. Ja, 7-3-5 ist halt so gar nicht das Board. Aber auf alle Fälle ein Board, das uns Action bringt. 4-4. 4 formaggi. 4 stazioni. Aber oh, hier. Super. Mütter mit dem Open-Ender kriegt hier auch sehr gute Odds. 1-3. Eigentlich auch nicht foldbar. Nicht foldbar, habe ich gesagt, aber er foldet. Denk mal, der Kravitz wird ihm zeigen, wie man Straßendraw weiterspielen kann.
Kurz Ruhe am Tisch. Bezahlt. Also, schauen wir mal, was der Turn uns bringt. König. Also, absolute Blank ist falsch. Bringt natürlich den Frontdoor Flush an. Juckt hier den Pharao überhaupt nicht. Das Einzige, was sich ändert, Kravitz sammelt hier Outs. Hat hier noch die 4 in Pick. Und hat jetzt natürlich eine Entscheidung, spielt er die Hand weiter. Die Odds sind natürlich gigantisch. 1-4, 5 gesetzt bei dem Pot. Das ist auch ein bisschen eine Katastrophe hier von Pharao, dass er die Bets so klein hält. Aber Pharao ist so ein Spieler, der scheut sich vor größeren Bets. Trink schon mal einen Schluck, während Lenny hier überlegt. Hervorragendes Getränk. Muss ich gleich mal präsentieren. Ah, da wollte er schon folden. Aber jetzt wollte er auch noch mal Chips hier aus seinem Stapel. Macht den Call. Kann ja kommen. Wenn ihr wieder welchen habt, ich nehme und die Dame in Pick kommt auch. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht Pharao? Pharao all in? Kam leider nicht. What? Was war? Alter Verwalter, ich glaube, was bin ich sehend? Hecken wird gesagt, Hanni. Was macht der? Habt ihr auch gesehen, was ich gesehen habe? Das gibt's doch nicht. Also ich glaube, Kravitz hat einfach seine Hand falsch abgespeichert, gedanklich. Also Fehler Nummer 1. Bevor ihr foldet, guckt euch immer noch mal eure Karten an. Ja, also das passiert den Leuten so oft. Hat man beim Pharao vorhin, dass er gedacht hat, er hätte 2-Pair mit 7-8, dabei war es 7-5. Und jetzt das. Also crazy. Da ist er nämlich gerade, da frage ich ihn gleich mal. Hier, Lenny, hast du deine Hand noch mal angeguckt? Ja, das war 4, oder? Und was war die 4? Für eine Farbe? Ich wieder ausbezahlt. Ja, oder so, wie schwarz? Nee, ja, okay. Ja. Nee. Hey, jetzt mal, ich kann auch direkt bitte? Hart verkackt. Ich habe auf die Straße gewartet. Das war mir schon klar, ja? Das ist ja ärgerlich. Immer angucken, ja? Ärgerlich ist. Einmal 4, 6 und so. Ah! Immer angucken. Also, Lenny hat es so falsch abgespeichert. Das passiert im Eifer des Gefechts. Schade Schokolade. Aber gut. Ich trinke jetzt mal mein Getränk heute. Das echte Getränk des Tages. Ganter Hefeweizen. Zum Wohle. Das gönne ich mir jetzt. Prösterle. Oh, was für eine Wohltat nach dieser Dr. Pepper. Ist es gut. Also Leute. Prösterle an die Zuschauer, an den Chat. Ich schalte wieder zurück aufs Spiel. Ich mach keine Vanillepulverprise da rein, Heckenwitz. Danke für den Vorschlag. Ja, nee. So, wir sehen einen Flop. Und Pharao ist first. Check. Check. 80. Kitty. Fold, fold. Fold. Noch eins. A call. Pharao, check, check. Check. Non-check. Non-check. Riva. So, Kevin war noch ganz kurz hier. Musste ich ganz kurz auch noch mal kurze
Reflexion hier machen über die Pokerrunde und er ist auch der Meinung, eine wilde Pokerrunde heute hier zu sehen und das kann ich nur bestätigen. Und wild ist auch die Hand. Ich sehe schon wieder, da sind allerhand so mittelprächtige Hände dabei. Habt ihr beide jetzt gecheckt, ja? Ich denke. Ja. Na dann. Showdown, please. Dame hoch. Kann das jemand überbieten? Ja, ich kann es überbieten. Weißt du? Nee, teilt euch. Ja. Jetzt gibt es auch tatsächlich einen Showdown und den wird der Kupfer hier gewinnen. Mit 10-8. Also 10-8 auf reicht. Eieiei, du, also das sind Hände heute. Ja, Maroon schlägt schon die Hand über den Kopf zusammen. Also, wer links sieht man es kurz im Bild, Maroon ist schon gedanklich am Ende. Der weiß gar nicht wohin. Der ist schon maximal tilt, also richtig nice. Der wird sich auch denken, was ist denn hier los, was ist denn das für eine Runde? Also stark. Ja, genau, unser neues Technik-Setup, da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Wir haben eine neue Kamera für unsere Hauptperspektive, wo man den Vize, aka Deutschen Meister und Pharao sieht. Da haben wir heute eine neue Kamera installiert, die habe ich noch nicht so ganz im Griff. Habt ihr gerade gesehen, die macht automatisch die Helligkeit, die wird immer mal kurz ein bisschen heller und dunkler. Muss ich auch noch mal einstellen, werde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr machen, weil das Bild eigentlich sehr gut aussieht aus unseren ganzen Perspektiven. Aber es sind noch so ein paar Baustellen, die ich abarbeiten muss. Aber insgesamt, unsere Kameraperspektiven und die Bildqualität ist heute richtig nice. Also zumindest jetzt bei mir hier am Monitor, für euch hoffentlich auch. Ich glaube, so gut war es noch nie. Also macht Spaß und bringt was, unsere aktuellen Bemühungen hier, den Stream umzusetzen. Bin sehr zufrieden. Jetzt bin ich beleidigt. Das ist die Perspektive. Die sollte eigentlich 4K sein, habe ich ja schon mal gesagt, aber aus technischen Schwierigkeiten geht die heute leider nur in Full HD und rangezoomt. Deswegen sieht die noch ein bisschen unscharf aus. Beim nächsten Stream wird es dann gestochen scharf sein, die Perspektive. Genau. Also. Und hier geht's weiter in gewohnter Manier. Preflop, 5 Spieler. Ja, sehr gut. Gerade egal was ist, alle callen die üblichen Pharao, Kupfer, unsere 100% Spieler, die sind einfach am Start. Und auch Lenny Kravitz, der spielt halt auch mega viel. Also wenn du 3 Spieler am Tisch hast, die so viel spielen, dann einfach nur ABC-Poker ist, glaube ich, da der Plan. Pharao hier mit dem Treffer. Dann ist die 9. Verbessert die Hand von Kupfer auch direkt. Und der spielt hier stabile 50 an, in Pot von 4,60 €. Also, seht schon, die Setzgrößen sind natürlich auch ausbaufähig. Also das ist eine Bet, die kannst du ja auch gerade sparen. Wird da sowieso keiner folden und die verändert einfach gar nichts. Da kannst du auch einfach checken, hat den gleichen Effekt. So, die Dame ist eine Blank am River. Kupfer. Und Kupfer bleibt hier mit der besten Hand einfach vorne. Grinst sich erstmal ein und überlegt. Ja, dann spielt hier an. Für die Pokerinteressierten, das ist eine sogenannte Stringbet, also wenn du quasi immer vor dir den Haufen bildest, schon auf der Setzlinie, sehen wir bei uns im Homegame hier nicht so eng, also unerfahrene Spieler dürfen das natürlich machen. Wenn man das absichtlich macht, um Reaktionen des Gegners hervorzulocken, dann werden wir da schon was sagen, aber für Hobbyspieler oder Spieler, die zweimal im Jahr spielen, da wird man nie was sagen. Das ist einfach Lauf der Dinge. Fahrer oben im Treffer hier. Er muss folden, sagt er, und foldet auch. Also Kevin zahlt hier aus, den Kupfer. Gibt ihm hier offensichtlich kein Paar und denkt, sein Vierer ist gut, aber am Ende ist es halt doch nur ein Bluffcatcher und das kleinste Paar. Schlechte Nachrichten hier für Kevin. Schade. Jens! Das musst du spielen. Hab nur getrunken. Hat er mal die Kamera so geschaltet? Jetzt noch mal kurz ins Gesichtsausdruck eingefangen. Also Maroon leidet heute offensichtlich. Ne? Die Spieler stiefen ihn auch schon ein bisschen. Aber er ist immer gut drauf und hat immer Spaß an der Runde. Ja. Also
engagierter Spieler, dem macht es immer Spaß bei uns, sagt er zumindest. Und ja, wenn es halt mal nicht läuft, dann läuft es halt mal nicht. Muss man einfach geduldig sein, gerade bei so einer Extremrunde, wo so extrem viel gespielt wird von drei Spielern. Da macht es auch einfach gar keinen Sinn, sich da groß in die Schlacht zu stürzen. Muss da einfach halt geduldig absitzen, Value-Hände spielen, also Hände, in denen man gute Karten hat und gute Treffer hat. Und dann einfach hoffen, dass die Hände halten. So sollte man es machen. Also tight is right am Pokertisch, sagt man ja. Und an so einem Tisch gilt es nochmal mehr. So, Kevin, weiter geht's. Erhöht. Jetzt kommt Kevin. Jetzt komme ich zurück. Komm, Kevin. Ich stimme mal ein Spiel. Ich hier jede Hand mit. Ja. Ohne Witz. Boah, ich glaube, da gibt es heute wenig Ausnahmen. Die wird 90% oder höher sein. Vom Pip 98%. Ja. Race. Oh. Wie sie sehen jetzt. 2,5. Okay, Knut mit der 3-Bet. Das gibt's doch gar nicht. Stabil. Erhöht hier und Knut auf 2,50. Was ist denn mit dem heute los? Also interessant. Nachdem Kupfer 18 hier nur gecallt hat, am Button. Hallo. Das Wort ist verboten. Ja, das ist verboten. Ah, Kevin, stabiler Fold. Macht er gut? Ich reagiere nicht mehr. Ich reagiere einfach. Danke. 2,50 Sofort. Ja? Nein. 2,50. Chris callt hier. Der denkt gar nicht dran zu folden. Und genauso wird es natürlich auch bei Pharao sein. Und ich bin mal gespannt, was macht Kupfer 18 am Button hier? Ob der nochmal erhöht oder ob er hier auch nur callt? Ja, Pharao sortiert nochmal sein Kleingemüse. Guckt schon mal rüber hier zum Kupfer 18. Nach dem Motto, komm, mach auch mit. Und Kupfer 18, ah, natürlich auch taktischer Fehler, nur zu callen hier, ideale Gelegenheit hier nochmal drüber zu brettern. Aber so sind wir mit vier Leuten am Flop. Und jetzt bin ich gespannt. 4, 6, 8, eigentlich kein schlechtes Board hier für Knut, für die 7er. Knut ist auch von vorne dran und wird hier sicherlich anspielen. Ja, Yannick schreibt es gerade im Chat. Das habe ich ihm anders beigebracht, aber offensichtlich hat er sich nicht behalten oder vergessen, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du die Lektion als abfragst. Sollte man vielleicht nochmal auffrischen, die Lektion. Ace-King Preflop. Also, Knut setzt hier an. 3,50. Ich kann mal ein Stück von diesem hervorragenden Ganterweizen nehmen. Das Gute an diesem Ganterweizen ist ja, je mehr ich davon trinke, umso weiter rückt diese furchtbare Dr. Pepper Vanille Float Plörre in den Hintergrund in meinen Geschmacksknospen. Du kannst sie mir auch geben. Das hilft mir wirklich weiter. So. Kravitz mit dem Fold. Pharao denkt hier gar nicht an Folden. Er hat ja immerhin Overcards und das scheint ihm wohl zu reichen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Kupfer hier foldet. Doch, macht er. Immerhin. Also Yannick rettet hier zumindest mal. Oder minimiert die Verluste. Ah, die 6 auch. Weiter eine rote Karte hier für Knut. Jetzt nicht aufhören, Knut. Bleib dabei. Bleib dran. Sei stark. 5. Ein Mann, ein Wort, eine Bett. Also Knut setzt 5. Und Pharao nimmt die Chips in die Hand. Er will hier weiterspielen. Oh, jetzt gibt es noch ein bisschen Table Talk. Ja, guckt den hier genau an, den Gegner, guckt den Pot an. Ich glaube, der Pharao ist so ein Spieler, der guckt immer, was ist im Pot, wie viel kann ich gewinnen, ist der Pot groß genug, dann spielt er mit.
Und ihn. Knut. Jetzt hat er die Entscheidung. Er reagiert auch noch drauf. Ja, mehr wie du. Starker Move hier von Pharao. Ich glaube, so schnell kann er das auch nicht abschalten, dass er darauf reagiert. Ja, hier nicht. Starker Move hier von Pharao. Ich weiß ja nur hier so. Knut muss erstmal überlegen und stärkt sich hier. Pharao liegt schon quasi geschlagen im Stuhl. Schwere Entscheidung. Höchste Spannung jetzt hier gerade am Pokertisch. Guck mal, ob der Knut hier den Mut findet. Bin ich zumindest mal gut? Er nimmt sich hier die Zeit und denkt nochmal alles durch. Also so routiniert ist der Knut. Und er sagt Call! Wow! Der größte Pot des Abends bisher. Knut callt es all in. Nice, Knut. Starker Call hier von Knut. Ja, Pharao ist noch nicht tot. Er hat noch Overcards. One time. Also, gucken wir mal, ob Carlos noch mal einen River raushaut. Nein, die vier. Ganz sicherer River. Nice Hand für Knut. Nice Hand. Sehr schön. Also richtig gut hier von Knut. Gibt auf alle Fälle den Kevin hier. So spielt man Poker. Nice Hand, Knut. Also Knut sammelt die Chips. Hat er gut gemacht. Fantastisch. Was eine Spannung am Pokertisch. Aoki haut auch raus. Wieder 20 Bits. Sehr gut. Bits sind immer gut. Crazy hier. Pharao auf alle Fälle mit dem perfekten Move. Das ist schon eine schwere Entscheidung, dann die 7er hier zu callen. Also klar, liegt nur eine Overcard, aber der Gegner kann natürlich immer 9er, 10er halten. Gerade so ein Spieler wie Pharao. Der kann auch einfach eine Random 8 haben. Dame 8, König 8, irgendwas 8. Oder auch eine Random 6. Wenn der Spieler 100% spielt, ja. Auf der anderen Seite, wenn du so einen Spieler hast und der macht Druck, also All-In hat er ja noch kein einziges Mal gespielt. Wenn er was hatte, hat er immer so 3, 4, 5 gespielt. Der aufmerksame Pokerspieler guckt sich das schon so ein bisschen an und ich will jetzt nicht sagen, dass Knut ein aufmerksamer Pokerspieler ist, ne? Also verstehe ich mich nicht falsch. Knut ist auch wahrlich ein lockerer Pokerspieler, der das Geld gerne einbringt oder die Chips. Aber hier trifft er die richtige Entscheidung. Also, nice hands, Daumen hoch auch von mir an Knut. Und Stößchen, ne? Also, Prösterchen. Oh ja. Hervorragend. Habe ich das schon erwartet, dass es so läuft. Ja, hervorragend. Ja. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ist unser Button, der ist noch bei Knut, der alles passt. Genau, also eine Hand oder zwei Hände spielen wir noch, dann haben wir nochmal Stats. Ihr seht schon, unsere Runde ist also extrem loose heute. Hat sie eigentlich schon abgezeichnet, als wir das Line-Up so ein bisschen zusammengestellt haben. Die Spieler, die heute spielen, die wollen einfach Poker spielen, das merkt man. Und die sind nicht gekommen, um zu folden. Also keiner von denen. Keine Sorge, Knut. Das kann man sagen. Also ich bin auch eigentlich mittelschwer entsetzt, erschüttert, ernüchtert. Naja. Ich hab's mir fast gedacht. Sagen wir's mal so. Kannst du da drei draus? Ich glaube, das ist jetzt schon der loseste Tisch aller Zeiten, den wir jemals hatten. Was soll ich mich beschweren? Nur die zwei Stück. Aber zwei Stück hier. Jens. Ja, alles weicher. Welche Option? Ich hab nichts dazu. Du wolltest auch zwei Pharao gibt hier Lektionen an Bramaroon, wie man hier Preflop calls. Einfach zwei Chips reinlegen und fertig. Alena ist da. Servus, Almaria, grüß dich. Heute geht einiges. Also, ich habe es gerade gesagt, wir haben den losesten Tisch, den wir jemals hatten. Ich blende nachher mal die Stats ein, dann seht ihr mal, was ich meine. Also, abartig, was die heute hier abbrennen. Unfassbar.
schon okay. Der Move, also, ja, ist noch untertrieben. Ne? Carlos verteilt auch gute Suckouts, hat schon zweimal am River das All-In belohnt und zwei Outers rausgehauen. Also da geht schon einiges. Kupfer 18 und Pharao, ich glaube, bei 100% gespielter Hände. Kupfer wird einfach auch nicht mehr folden heute, bis es dann nach Hause geht. Also der Yannick hat ihn da schon gebrieft. Für die, die es nicht wissen, unser Spieler Mr. Swine, aka Yannick und Kupfer, die sind familiär verbunden, Vater und Sohn. Und Yannick, unser Online-Pro, hat ihn ja angeblich gecoacht. Was das gebracht hat, seht ihr ja jetzt live in Farbe hier an den Endgeräten, an den mobilen. Kupfer 18 spielt einfach 100% dahinter. Und da brauchst du auch einfach nichts mehr zu sagen. So, das ist jetzt ausnahmsweise mal eine Hand, wo nur zwei Spieler da sind und eine Conti-Bet funktionieren könnte. Möter hier, stabil, finde ich gut. Einfach hier die Overcards anzuspielen. Und ist auch vorne hier mit 10 hoch. Also Value hier, die er setzt, kein Bluff, ist er vorne. Zack. Nice Hand. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von all_Maria. Ah, sehr gut. Also, Mist ging raus. Sehr gut. So, ich zeige euch doch einfach mal den Tischdurchschnitt heute. Neue Statistik von unserem Programmierer. Also Table Average, Durchschnittspot 18,50, 185 Big Blinds im Durchschnitt. VPIP 59%, BFR 12,9. Also das sagt alles über den heutigen Abend. Mehr müssen wir da, glaube ich, nicht sagen. Crazy Action heute. Also völlig verrückt. Aber ja, so ist es. Da geht einiges heute. Ein Durchschnittspot von 18,50 hat man, glaube ich, auch noch nie nach knapp 3 Orbits. Also das ist schon rekordverdächtig heute. Und ich glaube, es geht einfach weiter. Wir sehen schon Pocket Pairs unterwegs. Die Kupfer Kings. Sehr gut. Die Kupfer Kings. Sehr gut, Heckenwitz. Die 45 ist jetzt gerade in Hagen. 40. Die Skizze eröffnet hier mit Ass. Eine Karte wurde nicht eingelesen. Ach denn? Ich bin schon raus. 1,75. Ich hatte Ass-König, da wollte ich rausgehen. Will ich nicht mehr jetzt. Achtung. Achtung, Achtung. Fitz neu einlesen. Oh. Vize neu einlesen. Sag mal, kriegst du es nicht, oder? Ja, wahrscheinlich ist der Vize auch noch hier. Wir sitzen hier mit dem Rücken zu den Monitoren. Wir sehen das nicht. Ja, ihr solltet im Meisterrausch. Ja, ist auch noch ein bisschen verhalten. Muss sich wahrscheinlich noch erholen von den Festivitäten, von den Feierlichkeiten der deutschen Meisterschaft als Leverkusen-Anhänger. Sei ihm das auch verziehen. Ist okay, ist Anfänger. Bis zur Hand 40. Solange man Minus ist, kriegt man Anfänger. Mütter hier mit der 3-Bet und mit den Neunern finde ich auch gut hier, auf alle Fälle den 3-Bet zu spielen, gegen die Losen-Spieler. Kupfer ist natürlich ein Spieler, der wird hier nur callen und nie eine 4-Bet auspacken, also ein weiteres Raise, eine weitere Erhöhung. Also er will noch mal erhöhen. Ja, es gibt noch mal eine Schulung kurz hier von Cash in Bar. Ein Min-Raise ist die Erhöhung um die Differenz der bisherigen Erhöhungen. Also von daher. Ja, aber der Kupfer wollte doch wohl verdoppeln, also 3,50 und Möter hier mit dem Call, finde ich auch gut, den zu callen. Das Board ist natürlich jetzt krass hier für Möter. Da kann nicht viel passieren.
Ah, Kupfer 18 schnauft auch durch und spielt 50 an. Das ist natürlich stark. Da kannst du eigentlich immer noch callen hier mit Neunern. Also ist er quasi ein Check. Wenn der Turn die Neuner kommen, dann weißt du, dass du das volle Auszahlung kriegst. Jetzt in dem Fall natürlich nicht, weil der Gegner schon Set hält, aber das ist natürlich die Bet. Da kannst du Neuner fast nicht folden. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Ben Alboy 1990. Ja, ich sehe schon. Okay. Ja. Hallo. Hi. Hi, Ben. Ben 1990. Ben sagt noch nichts. Benny Boy hat auch unser Gruß an den Tisch Feature entdeckt. Nicht Benny? Oder war das ein anderer Benny? Das war ein anderer Benny. Ben 1990. Heißt der Ben uns nicht auch 1990? Ben Alboy, oder? Aber dann ändert er seinen Namen nicht. Vielleicht auch doch. Das sind das alles Grüße, wo einfach nur die Chat schreibt, ich grüße. Genau. Einmal hat immer das Ganze. Achtung, Achtung, anderer Benny Kevin. Ah, doch unser Benny. Okay. Benny, bist du's? Hallo, anderer Benny. Ich grüße. Hallo. Alter, was da liegt. Sag doch. Ich gebe mich am König aus. Check, der ist Check. Achtung, Achtung, Arne ist doch unser Benny. Arne ist doch unser Benny. Ah, okay. Hi, Benny. Okay, also servus, Benny, grüß dich. Zurück zur Action. Runde gehe ich Pipi machen. Und du kannst dann die Statistiken einblenden. Ist das okay? Ja, schalt die Kamera mal um. Schalt die Kamera um. Die ist so seitlich angebracht, damit wir die Länge auch abschätzen können. Kupfer überlegt noch, was er hier machen soll. Scharfe Strahl. Interessante Dynamik hier am River. War doch mal bei... Ich glaube nicht, dass Kupfer hier Angst vor der Straße hat. Kupfer denkt einfach, er will irgendwie noch was von ihm haben. Doch, doch. Ja, und Nöthor diszipliniert, der erkennt hier natürlich sofort als geübter Pokerspieler, dass er ganz weit hinten ist. Oh ja. Show one, show all. Also Kupfer präsentiert hier Triple Kings hier, die Kupfer Kings. So werden sie auch genannt im Chat. Nice Hand hier für Kupfer. Ja, da kann man sich mal entspannt zurücklegen und die Früchte seiner Arbeit genießen. Nice Hand hier von Kupfer. Also hat er gut gemacht, der Kollege. So, also, Netzpause. Ja, das haben wir genau, schon ich aktualisiere mal kurz die Standings und blende euch die Stats ein. Unser Operator ist kurz mal austreten. Also nach, was haben wir jetzt, 23 Hände gespielt. Knut, 4 Lagen im Plus nach seinem stabilen Call hier mit den Siebenern gegen Pharao. Vize, eine halbe Lage im Plus. Pharao hat von seinem Plus das meiste schon wieder abgeschenkt nach der krassen Hand gegen Knut. Kravitz noch im Plus, obwohl er auch sehr lean spielt und der Rest natürlich im Minus. Kevin hier mit knapp über 2 Lagen am meisten im Minus. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges ändern bei uns im Tableau. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. VPIP hatte ich euch ja angekündigt. Wie viele Hände spielen die Spieler freiwillig ohne Aggression? Also jede Hand, die du irgendwie eingehst, mitmachst, jetzt ein Blimp oder ein Call, wird hier gewertet. Pharao 95,8%, also hat er wahrscheinlich eine Hand gefoldet. Kravitz bei 80%, Kupfer bei 75%, da geht noch mehr. Der Einzige, der hier vernünftig spielt, offensichtlich ist der Maroon mit 25%. Das finde ich schon mal gut, gerade in so einer Runde. Ja. PFR, wie oft erhöhen die Spieler vor dem Flop, also am Anfang, wenn sie einsteigen, da ist Kevin immer noch vorne, Mötor vorne, Knut, der heute sehr, sehr diszipliniert spielt an dritter Stelle und wir sehen es, Kravitz und Pharao erhöhen einfach gar nicht, ja, also die haben noch kein einziges Race gemacht, Pre-Flop, das ist alle und so. Aber die Winrate, wie oft gewinnen die Spieler hier, da haben wir Knut vorne, die 3 Hände, die er gespielt hat, hat er auch gewonnen, mehr oder weniger,
Rabbits hier am unteren Ende des Tableaus. Dem war es noch nicht so hold. Vor allem seine Lusenkreuz machen ihm hier zu schaffen, auch wenn er hier eine große Straße getroffen hat. Und Heckenwitz schreibt es auch hier kurz in den Chat. Maroon hat auch einfach keine guten Starthände bisher gehabt. Genau, Benny, grüß dich, dass du da bist. Servus, willkommen im Chat, willkommen im Stream. Auch wenn du jetzt einen anderen Nickname hast. Benny Boy, weiß nicht, Boy, was auch immer das jetzt sagen soll. Wir sprechen da mal unter vier Augen drüber, wo der Name herkam, nachdem du ja bisher benutzt mich hießt. Heißt du jetzt Benny Boy? Keine Ahnung. Wir finden es raus und sprechen mal drüber. Unser Dealer macht sich gerade noch ein frisches Getränk auf. Ich blende euch noch mal eine Sache ein, die ich ja eigentlich mit am interessantesten finde. Und zwar Table Average Stats. Also aus allen Händen zusammengenommen haben wir heute einen Durchschnittspot von 18,50 immer noch. Durchschnitts-VPIP von 59% und QR von 14%. Also der Tisch heute granatenlos unterwegs. Da geht einiges, sage ich euch. Fantastisch. So, Kuppe 18 hat die letzte Hand gewonnen. Cash and Bar kommt wieder zurück. Die Spieler holen sich gerade noch was zum Schnabulieren. Ich trinke mal einen Schluck und dann kann es, glaube ich, jetzt weitergehen. Genau, also zum Wohle. Ihr seht schon, so ist es halt in der Wohnzimmerrunde. Da wird auch mal kurz durchgeatmet. Und die Spieler sortieren sich mal. Und auch der Moderator muss sich mal neu sortieren. Genau. Ja, ich hoffe, es gefällt. Ihr könnt mal was schreiben, wie der Ton heute ist. Ich habe noch mal ein bisschen was eingestellt. Für den nächsten Stream werde ich auch noch mal ein paar Sachen verändern an unserem Sound-Setup, weil ich mit dem Tischsound noch nicht so zufrieden bin von der Qualität. Ich glaube, Moderatoren-Sound ist gut, den haben wir mittlerweile ganz gut im Griff. Da wird aber noch mal einiges. Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Scheidelzwachs. Scheidelzwachs. Ah, warte, gegrüßt. Ja, ja. Hallo. Nice. Ciao. Ah, okay. Apache hat's gecheckt. Ja, also, Servus. Gruß kam an. Gruß kam an, sehr gut. Also, ein hervorragendes Feature. Kommt immer gut an. Ihr habt schon das ganze Geld. Ich glaube nur, ich muss die Lautstärke mal erhöhen, dass die Spieler das blicken. Das Problem ist auch, die... Oh, da gibt es schon Aggression am Tisch. Um die Gummibärchen wird schon gefeitet. Das Problem ist, die Durchsagen machen wir mit Text-to-Speech. Da wird dann einfach eine Windows-Stimme ausgespuckt. Über unseren Streamer-Bot. So ein Tool, was man für Stream-Programme nehmen kann. Und die Durchsagen sind echt ein bisschen schwammig, aber sie funktionieren. Und ich finde es ein cooles Feature eigentlich, weil man so ein bisschen mit dem Tisch interagieren kann aus dem Chat. Doch, Knut, dieses Mal hätte ich dich. Dieses Mal hätte ich dich. So, jetzt haben wir wieder mal einen Straddle zur Abwechslung. Also Pizza mit dem Straddle. Du hast geguckt, heißt der, glaube ich. Kennt den jemand? Pharao mit dem Min-Race hier. Wird direkt gecallt von Pizza 18. Jetzt geht's los. Der Pharao hat ein Pharao-T-Shirt. Nice. Also Poker-Outfits. Immer willkommen. Sehr schön, Pharao. Sehr schön. Ja, sehr gut, sehr gut. So. Also, Vize called hier. König 10-6 kommt runter. Yeah, Nesloritz ist der Meinung, das war stark gespielt. Ja, das tut man. Das Tuch gab es noch nicht vor 3000 Jahren. Unqualifiziertes Kommando. Pizza Pharao checken hier zu Kupfer 18. Wer soll denn wissen, was er getroffen hat? Und 45 angespielt. Natürlich Pizza gefundenes Fresschen mit dem Treffer. Pharao mit Dame 7. Erfahrene Stream-Zuschauer werden wissen, Pharao spielt eigentlich gerne die Hände, die eine Dame beinhalten. Da 75. Immer verleitet, die Hand zu überspielen. Das sind seine Lieblingshände. Hat er mir mal unter vier Augen erzählt. Ist ja auch so ein typisches Pokerding, dass Spieler einfach so gewisse Lieblingshände haben, die sie dann einfach immer spielen oder auch überspielen. Und auch hier, Dame 7, ohne Bezug zum Flop, freut er einfach. Und trifft aber dann die 7. Und das kann Folgen haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Siehst du? Da haut er schon rein. Die greifen ja hin. Und da, wo halt ein Widerstand ist, heben sie quasi ab. Und zwar ganz leicht noch.
gut, ohne dass ich das jetzt könnte, aber. Ja. Ah, Kupfer wird ja nie folden. Drei. Nee, im Gegenteil, Kupfer, Mr. Minrays. Also, erhöht hier nochmal. Und Vize natürlich hier mit dem Flushdraw, den er am Turn macht. Findet hier auch einen Call. Und Pharao wird hier seinen Treffer nie folden. Kriegt natürlich auch super Odds. Die 8 am River verändert nichts, obwohl sie eigentlich gefühlt alles verändert. Weil jeder Draw viele Two-Pairs ankommen. Wird den Kupfer hier aber schnurzpieps egal sein. Er wird hier trotzdem setzen. Kann man nicht vorstellen, dass der Mover hier behind-checkt. Wäre eigentlich eine typische Karte, die als erfahrener Pokerspieler behind-checkst, aber nicht der Kupfer 18. Der sieht hier noch Value. Heckenwitz im Chat schreibt All-In, von wegen Banane Heckenwitz. Im Leben kein All-In, kann ich nur sagen. Gerade so korrekt. Ja, ja, besser ist, wenn du es schon weißt und dann mir sagst, dann kann ich das. Du und der Oisander. Also, aber ich glaube, der Kupfer muss ja einfach nochmal überlegen, was er macht. Der findet seine Entscheidung erst, wenn er die Chips vor sich auftürmt. Mr. Stringbat. Du schießt dann komplett rüber, oder du sagst 6 und tust dann nach und nach rein. Aber so anfangs ist eigentlich falsch. Ja, gibt es auch nochmal eine kurze Einweisung hier von unserem Dealer zum Thema Stringbat. Vize foldet hier. Ja, und auch der Pharao. Also, alles sicher. Also sicher keine Hand, wo du am River nochmal eine große Value-Bet ansetzen solltest. Hier mit König 3, also Top-Pair, No-Kicker. Und gefühlt ist alles angekommen oder hat irgendwie sich verbessert. In dem Fall war es einfach die beste Hand und es ist einfach gewonnen. Ne? Also wenn da irgendein Spieler irgendwas gehabt hätte, dann hätte er einfach gecallt oder geraced und dann wären die 6 weg gewesen. Wäre jetzt ein klassischer Spot gewesen hier von Check Behind. Aber Kupfer hat einen Lauf und wie sagt man als Pokerspieler immer rauf auf den Lauf und da muss man einfach die Karten spielen, die man kriegt und das macht der Kupfer hier auch. Ja? Genau, noch mal kurzes Wort zur Technik. Die Einstellung vom Kupfer, die wir gerade gesehen haben, die ist auch richtig knackescharf heute. Da haben wir auch schon eine neue Kamera. Die sieht richtig gut aus. Ich hoffe zum nächsten Stream, 30.04. sage ich gleich schon mal allen, die zugucken. Dass wir die anderen Kameras im Griff haben, auch die 4K-Kamera, weil, verrate ich schon mal, am 30.04. spiele ich nämlich am Tisch. Und dann geht's richtig rund. So viel sage ich schon mal, ne? Also, ne? Schon mal alle hier im Kalender eintragen, 30.04. Da geht's richtig steil. So, Hand Nummer 25. Nach den Kupfer Kings, aber die Pharao Kings. Jetzt ist die erste Hand, die der Pharao tatsächlich öffnet. Erstes Raise von Pharao. 75. Ändert aber nichts, wird reihenweise gecallt und Heckenwitz ist schon in heller Vorfreude. Da reibt sich wahrscheinlich schon zu Hause am Bildschirm die Hände und denkt sich, da geht einiges. Also 5 Corner hier. Nice. 5 Corner, 6 Spieler am Flop. Und aus allen Handkategorien ist was dabei. Jetzt, Dealer, hau raus. 10, 5, 2 mit 2 Herz. Okay, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ah, und unser Friday Night Member Menges aus Gran Canaria ist da. Sali Menges, grüß dich. Gruß an den Pool. Ich hoffe, da liegst du. Und trinkst ein kühles Bierchen. Servus Menges, grüß dich. Schauen wir uns aber erstmal die Hand hier an. Na, Heckenwitz schreibt sie im Chat. Scheiß Flop. Ja, der hätte ein bisschen ausbaufähiger sein können. Hätte ich schöner gefunden. In dem Fall gibt es eigentlich den Kevin, der hier hard connected, einfach mit seinem Top-Pair. Nachdem alle checken und der Pharao hier 50 Cent reindonkt, spielt der Kevin an. Sieht sich hier natürlich vorne gegen die Spieler, die hier 96% ihrer Hände spielen. In dem Fall natürlich nicht, weil der Pharao eine starke Hand hält und Pharao moved all in. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Kevin draus macht. Kevin überlegt. Ja. Okay.
Ich hol mir jetzt mal hier. Na, gleich. Kevin hat noch 12, 25 behind. Also schwere Entscheidung. Ne? Wenn der Pharao schon mal all-in geht, also schon mal ein Move, den der Pharao eben nicht andauernd macht. Schwierig. Also ein Flush-Draw oder irgendein Treffer wird der Pharao hier nicht reinstellen. Das ist einfach nicht der Typ, der hier am Flop große Bluffs spielt. Wenn, hat meine Beobachtung zumindest gezeigt, ist der Pharao jemand, der hier ein Min-Raise macht am Flop. Mit solchen Händen, die er weiterspielen will, dass er All-In geht, ist ungewöhnlich. Da würde ich als Spieler auch schon mal ein bisschen aufmerksam werden und mir Gedanken machen. Und ich glaube, der Kevin hat es auch hier so ein bisschen auf dem Radar, dass da ein bisschen was anders ist an der Setzstruktur. Vor allem, dass der Pharao hier diese 50 rein gedonkt hat und dann All-In geht. Ist ungewöhnlich, aber er kann nicht folden. Schade, Kevin. Outs hat er noch natürlich, 20%, aber ist natürlich jetzt weit hinten gegen die Pharao-Kings. Eieiei. Also Pharao weit vorne hier, 80-20. Ein bisschen näher, Kevin. Reicht noch ein 10 und dann... Ja. Da ist das. Bube geht aus. König auch? Nee. König auch? Ja, die Spieler verhandeln noch kurz. Was willst du? Einmal, zweimal. Einmal, komm, fertig. Zu lange überlegt. Einmal, ja. Also, einmal wird gespielt, ja, einmal wird gedealt, ja, verreckt wird am Tisch. Also, zwei ist eine Blank. Verändert nichts. Ja, Kevin verabschiedet sich schon mal gedanklich von seinem Stack. Und? Noch eine Blank hier am River. Ja, schade. Die behalte ich, ist es okay? Nein. Kevin schenkt hier ab. Klar kannst du. Und muss nachladen. Schade, Schokolade hier. Also, Pharao gewinnt. Nice Hands. Nice Hands. Der Pharao ist weiter am Hiffeln, wie man so schön sagt, oder bei uns früher gesagt hat. Pharao häuft seine Chips an. Also Kings, natürlich nice Hand, kann man nichts sagen. Man kann natürlich drüber nachdenken, kann ich hier folden. Die Selbststruktur von Pharao, habe ich ja schon in der Hand gesagt, ist auffällig, haltens auffällig. Sage ich ja immer wieder beim Pokern, denken, beobachten und denken. Ja, also wie so ein kleiner Analytiker sollte man da immer rangehen. Pharao setzt hier die 50, donkt hier rein, macht er eigentlich nie und dann kein Min-Race, sondern All-In. Also das sind schon Verhaltensweisen, die sind schon grob auffällig. In dem Fall führen sie aber zur Übernahme des ganzen Chipstapels von Kevin. Von daher, nice Hand Pharao. Also das Maximum rausgeholt mit Kings und wenn zum Pharao die Kings nicht passen, dann weiß ich es halt auch nicht. Also macht er gut hier an der Stelle. Genau. Menges schreibt hier gerade, 21 Uhr Ortszeit, Gran Canaria, Pool ist geschlossen, aber Völlerei am Buffet, jetzt Absacker auf dem Balkönchen, finde ich auch gut, also von daher, Prost Menkes, ich bin auch schon, also nicht beim Absacker, aber beim ersten Weizen, ich muss da meine Stimme ölen, dass ich euch hier das Ganze schön reden kann oder zumindest da bringen kann. Zum Wohl. Jetzt gerade nochmal ein Prost, dann mache ich euch uns die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Ja, Huma sagt's, dann mache ich euch das Poker-Game an und dann gehe ich nämlich nochmal ganz kurz austreten hier für kleine Poker-Moderatoren und angehende YouTube-Berühmtheiten und bin gleich zurück, nachdem ich mich wieder erholt habe. Also, weiter geht's mit der Poker-Action. Bis gleich. Jetzt kannst du holen. Musst du einsetzen. Meine Rot. Hast du viele Weise von mir gekriegt, ist auch gut, oder? Ja. Schön, der Typ ist. Was ist 60? Ja. Grüße von Menges aus Gran Canaria. Oh, sehr gut. Sali Menges. Hallo. Schön aus dem Pool wahrscheinlich. Oder da? Ja, irgendwo. Ah, ja. Nee, Pool ist schon geschlossen. Das ist der Minibar. Er sitzt auf dem Boden beim Absacker. Okay. Genau, will noch jemand Getränk? Kannst du mir gerne Pepsi? Ja. Hallo. Willst du einen Pilz nehmen, bitte? Pilz. Auf die Milz. Kaffee. Und gerade wo dein Kaffee gehen können oder nicht? Nicht, hä?
Ja. Ich wäre sogar mit dabei. Kaffee. Sehr lieb, sehr gern. Bitte. Und dann Pharao. Checkalo. Gecallt, gefolgt. Fold bei 50? Weiß ich nicht. Danke. Aber ja. Seit lange habe ich nicht von gewonnen. Also irgendwann. Ich habe es noch gespürt. Ich habe es. Weißt du, es no. War noch ein bisschen. 1-0 aus 80 Minuten. Das linke. Unter 200 ja. Punkten. Okay. Also vielleicht. Das kacke ist die. Das ist übel. Ich dachte echt, mit Baumgart kriegt es hin. Eins kommt. Schlimm. Spiel vorbei. Ist das? Einer. Und immer noch eine Überzahl. Aber im Uber läuft ja in der zweiten Liga, dann machen wir noch einen Rekord. Wie stimmt. Weiß jemand, der jetzt wie der HSV gespielt hat? Gegen 1-0. Gegen nur 1-0. Gegen Kiel. Gegen Kiel. 80. Minute und Kiel hat Unterzahl jetzt. Nicht? Ja. Und wieder 1. Das darf mehr sein können. Aber gut, diesen Pot. Mein Risk. Risk. Die Nummer 9 ist eine Frau. La 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 la. Schon an. DKK. So, Showdown, please. Nummer 5. Was? 2-2er? 8er Paar. Okay, alles schräger. Wie jung war ich dann 90? Das ist nicht schlecht. Kein Schmerz. Ich hatte 90. Richtig, gar nicht schmerzhaft. Schade, schade, schade. Hab ich gesagt, hätte mehr sein können. Hätte mehr sein können. Aber schlechte Entscheidung, die ich. Schau doch mal ein bisschen. Ja, ich muss nochmal. Jetzt, bisher. Ich will von dir nichts hören. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, aber bisher. Außer Späße nicht gewesen, Kollegin. Also ich hatte Spaß und du? Ja. Mega. Bisher. Das ist Salam, meine Freunde, Salam. So, da komme ich gerade zurück. Vom Spielgrätchen und da geht es schon gut ab am Pokertisch. Also man sieht schon die kleinen Battles am Pokertisch. Jens, aka Bramaroon und Pharao, Arbeitskollegen, die battlen sich schon gut. Finde ich nice und richtig stark. Ich sehe gerade, Pharao hat die nächste Hand gewonnen. Also der kämpft sich wieder zurück, stacktechnisch. Und das zeugt einfach für die Action heute. Unfassbar, was heute abgeht. Also, Pharao hat mich noch nach einem Käffchen gefragt. Den werde ich zwischendurch auch mal kochen oder zubereiten für die Herren, dass die auch weiter hier motiviert sind zu spielen. Schauen wir uns aber erstmal 2-3 Hände an. Ich will natürlich auch keine Action verpassen, wenn schon mal so viel geht. Mütter hier mit dem Straddle. Wird gecallt hier von Knut und Kevin hat nochmal nachgeladen. Also, ist mal gleich 20, damit er auch ein bisschen Material hat. Jetzt, jetzt, jetzt. 51 spielst du mit. Ja, aber 50 oder 10? Er spielt nur große Pötte. Hast du recht, Jens? Ja. Ah, shake hands hier zwischen den Kontrahenten. Fair Play, finde ich gut. Ich gucke aus der Seite. Ja, was ist jetzt? Ich habe jetzt nur mit. Oh, Pharao folded. Interessant. Schmeißt ihr die Queen weg? Kupfer 18 mit Ass 5, foldet nicht. Und jetzt bin ich gespannt, was der Mütter draus macht aus der Hand. Packt er hier eine 3-Bet aus? Achtung, Achtung, es folgt ein Gruß an den Tisch von Uki. Uki. Ciao. Ciao. Hi. Grüß dich. Hallo. Ich glaube, der Lennart hat es gesehen. Er hat zumindest gewunken und reagiert. Also Gruß ging raus. Ich glaube, dass die Firma zuguckt. Okay, Mütter hier mit der 3-Bet finde ich gut. 4,25 finde ich natürlich viel zu klein. Also bei der Menge an Chips, die schon vorher drin sind, da kannst du halt locker auf 6,50, 7 oder was hier die 3-Bet auspacken und einfach die ganze Dead Money einsammeln. Oder halt einfach dann direkt am Flop reinstellen. So callt halt quasi jeder. Bisschen gefährlich, ja. Maroon foldet hier
Okay. Kupfer wird natürlich nie folgen, der überlegt da gar nicht. Er legt einfach die Chips nach. Und Mütter guckt auch schon mal kritisch drüber, was machen die denn da? Ich weiß schon. Heute muss man stabil bleiben am Pokertisch, das weiß der Mütter schon, das hat er auch schon gemerkt. Früher, später. Oh, da kommt der Junge. Und Kupfer spricht. Herz. Also interessant. Kupfer hier mit dem Flush-Draw und dem Ass. Kurze Farbenkontrolle. Oh, scheint ihm zu gefallen. Er checkt. Und jetzt Mütter. Nee, nee. Komm, mach eine Conti-Bet. Wollte ich es auch so machen, aber. Ja. Mach eine Conti-Bet, Mütter. Ja, mach sie noch nicht. Und sei du bist ja sicher, du verlierst. Ja, von wegen Banane, nicht nur Conti-Bet. Der bringt hier direkt seinen Stack rein, knapp über Pot-Size, kann man machen. Als gerade an so einem Board, das sehr connected ist. Connected in Form von Flush-Möglichkeiten und auch Straßenmöglichkeiten. Also 9-10 hätte zum Beispiel ein Open-Ender. Dame 10, Dame 9 sind alles Hände, die hier stark connected haben. Und so Spieler wie Kupfer kann alles haben. Kevin hat vermutlich irgendwelche suited connected Hände. Also finde ich schon okay, direkt die Lage hier reinzustellen. Und Kupfer fackelt nicht lang. Der hat natürlich einen Flush-Draw und callt hier die Wette. Ja, Mütter sieht's. 30% gegen ihn, 31%. Also, it's never easy. Wollt ihr einen Deal? Ja, komm. Einmal. Kupfer will einmal. Also, einmal wird gedealt, verreckt wird am Tisch. Hau raus, Carlos. Ah, die 10, sicher. Ja, wird abgenickt. Und die Dame. Also, ganz sicherer Runout hier für Motor. Jacks halten, Topset ist gut. Und Kupfer 18, der macht sich da nichts draus. Also, das juckt er nicht. Hätte er gerne natürlich getroffen, aber da wird einfach die nächste Hand gespielt. Weiter geht's, Kupfer 18. Und ich sehe im Chat, der Baumeister ist da. Sally, grüß dich, Baumeister. Gruß ins Münstertal. Zurück hier aus Freiburg. Servus. Heute verpasst du was, Baumeister, wenn du nicht am Tisch sitzt, weil heute ist der loseste Abend aller Zeiten. Also die wildeste Runde, anders kann man das nicht sagen. Heute explodiert der Tisch. Ich stelle uns noch mal ganz kurz die... den Table-Durchschnitt ein, dass ihr das nochmal kurz seht, für die, die jetzt eingeschaltet haben. Also, Average Pot, wir haben neue Statistiken. Average Pot heute Abend bisher, 1966. Average VPIP der Spieler, fast 60% und PFR, erwartungsgemäß niedriger, 14% PFR. Also mega loose heute und Durchschnittspötte ja, fast bei 200 Big Blinds. Also, da geht schon einiges heute. Viel mehr kannst du einfach gar nicht erwarten, ne? Völlig verrückt. Mütter jetzt schön mit dem Double Up. Der sortiert sich hier nochmal neu. Sogar ein bisschen mehr hat er von Kevin noch Preflop die Moneys mitgekriegt. Also da geht einiges. Menges, viel Spaß an der Poolbar. Schön, dass du reingeschaut hast. Das Replay wird Premium. Also richtig gut diesmal. Muss mal gucken, wann ich schneide und wie ich schneide. Aber freut euch aufs Replay. Alles klar. Genau, YouTube. Sehr gut. Ja, stabile Runde heute, muss ich echt sagen. Bin zufrieden mit dem Line-Up, das wir da zusammengestellt haben. War jetzt schon erwartbar, dass das loose wird, aber dass die Runde so eskaliert, war nicht absehbar. Ich hoffe mal, da kommt noch was. Ne? Also nicht, dass ich dir zu viel hier anpreise, Baumeister, aber ich glaube, die sind stabil, die Jungs. Kevin im Brand ist ja immer eigentlich eine Garantie dafür, dass noch was geht. Der wird auf alle Fälle noch seine Losses hier chasen und versuchen, wieder in die Gewinnzone zu kommen. Und ich glaube, wir sind auch bald wieder beim nächsten Zwischenstand. Sobald der Button wieder bei Kevin ist, blende ich euch wieder die Stats ein. Du kannst wünschen, wenn du das machst. Erstmal einen Haufen Gelimpe. Ja. Und keiner erhöht. Hatten wir das heute schon? Also ich glaube, das ist ja die allererste Hand, wo keiner erhöht. Kein Family Pot, weil Kevin hier foldet. 7 Spieler. Also das ist ja echt eine absolute Rarität. Die junge 10, 7.
Jetzt könnte sich aber ein bisschen was entwickeln. Wir nehmen hier mit Top her. Kommen wir hier mit dem Set. Und was haben wir noch in der Verlosung? 1,50. Ja, dann viel für die 8, für den Gutshot. Ich bin raus. Guck mal jetzt hier mit 1,50. Ja, 2,50. 2 Adler. 10 Adler. Okay. Ja. 3. Und Maroon hier mit dem Min-Race. Interessant. Pharao hat hier alles verpasst. Ja, das ist eine der wenigen Hände, wo der Pharao auch mal wegschmeißen wird oder muss. Und der Kupfer wird natürlich nachbezahlen. Bezahlt. Ja, kann man sogar eigentlich raisen hier an Kupfers Stelle. Kann man eigentlich nochmal raisen. Wäre interessant gewesen. Oh, das Karo Ass natürlich interessante Karte jetzt hier. Wird sich der Kupfer auch denken hier. Der Frontdoor Flush kommt an. Und Maroon gabelt hier Outs ohne Ende auf. Nachdem er am Flop fast tot war, hat er hier doch noch neues Leben eingehaucht bekommen und spielt auch an. 4,50. Ja, Kupfer hier nochmal mit dem Blick auf den Kontrollmonitor, was noch hinten dran ist. Ist denn der Mama immer noch am Zugucken? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt drin ist. Ich habe auf jeden Fall gesagt, sie hätte gerne ein Ding. Und schau mich auch mal rein. Call. Ja, Kupfer mit dem Call. Und der River ist die 9. Absolute Kupfer. Blank. Jetzt schauen wir mal, ob der Maroon noch eine Bullet parat hat. All in. Na, von wegen Banane. 60. Der Kupfer ist zu ungeduldig. Also würde ich hier auch nicht machen, zumal ja eigentlich der Flush und auch König Dame hier improved haben am Turn. Würde ich, glaube ich, am River hier auch immer Check-Call spielen hier mit dem Set. Also der Move bringt da nichts, eben so Hände, die schlechter sind, eben genau sowas. Junge 10, König 10, Ass-Junge, Ass-10, die ganzen Hände, die werden jetzt einfach halt wegschmeißen am River. Was wollen die denn noch schlagen? Kann man nicht vorstellen, dass der Maroon hier noch einen Call finden wird. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle hat er sichtlich Schmerzen hier bei der Bett. Und ist nochmal in sich gesunken. Ich hoffe, dass ich irgendwo drin. Vor allen Dingen, es geht doch um gar nichts. Er sagt mir, ja, da kommt ein Paket und dann, macht es denn so komisch? Ja, ist auch kurz ruhig am Tisch. All-in, ja. Oh. Was denn sonst? Natürlich ein All-in. Bei dir? Nein. Beim Jens? Jens! Er muss überlegen. Fakku, ich war nicht dabei. Ja. Wegen mir hätte es nicht so weit kommen müssen. Ja, Jens hat hier eine schwere Entscheidung. Weil Kupfer ist halt auch ein verrückter Spieler, wird er sich denken. Da kann er schon mal vorne sein, aber das ist halt sehr unwahrscheinlich. Also mit einer blanken 7, einer blanken 9 oder irgendeiner 10 wird der Kupfer hier nicht all-in gehen am River. Das ist verboten. Schade. Marmelade. Ja, also eigentlich klar, wohl hier. Maroon überlegt und foldet. Also, zeigt der Kupfer. Ah, also Fair Play am Tisch. Kupfer zeigt die bessere Hand. Und Maroon zeigt. Damit hätte ich dienen können. Den Jungen. Also keine Chance, da kannst du nichts machen. Ja, also Kupfer gewinnt hier die Hand und Maroon ist am Ende seiner Kräfte. Also seht ihr, Poker ist ein anstrengender Sport. Laugt aus, raubt einem die letzten Nerven und Kupfer zieht den nächsten Pott, ne? Und stapelt hier. Der sieht schon anders aus als der Maroon. Schnatz, 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 Sch
Ich weiß nicht, was der Möter meinte. Kupfer ist offensichtlich sehr zufrieden mit dem Verlauf des heutigen Abends oder zumindest mit dem Verlauf der Hand. Dem gefällt es immer, wenn er eine Hand gewinnt. Ja, und da macht ja auch guter Name. Gut für die Runde, gut für den Abend. Kann gerne so weitergehen. Ich muss mir gleich mal ein neues Getränk holen. Nachdem ich jetzt mein Erfrischungsgetränk hatte, werde ich das auch gleich machen. Und dann muss ich auch schon mal Wasser aufsetzen, weil nämlich die Spieler einen Kaffee wollten. Und man muss die Spieler ja bei Laune halten. Das werde ich dann auch gleich tun. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir eine gute Starthand dabei haben. Ansonsten lasse ich euch mal mit der Action alleine in Hand Nummer 29. Ja, da ist nichts Wildes dabei. Ich bin in der Küche und gucke mal wieder drauf. Also viel Spaß. Bis gleich. Zum Glück habe ich ihn gesehen. Kiel immer der Preis bis jetzt. Ja. Du aus. Diese Hasdauer. Ich habe gewonnen, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel sie die Vierter sein können. Seit ich verloren schon, oder? Steht immer noch 1-0, aber seit ich quasi ganz viele Spieler von denen gekauft habe, in Kommunio, haben die am Anfang kein Spiel gewonnen. Ein Sieg geholt. Ja gut, die haben halt rausgeschmissen, war schon scheiße wie. Dann gedacht, der kann das wohl umdrehen, dann ging gar nichts. Wie viele Level auf einer Kanne kann es? Nachdem, wie du, ich mach's dann. Ja, dann die ich kurz als Beine. Das ist lieb von dir, bitte. Danke dir. So, dann bringt ihr kein Glück. Möter. Ich bin auch nicht dran. Ich check erstmal, ich guck mal, was die Jungs hier. Checky. Genau, also nach der Hand werde ich ganz kurz dealen und würde den Carlos einspielen, dann kann er den Kaffee zubereiten und hat auch mal eine Minute Pause. Dann müsst ihr mal kurz mit mir Vorlieb nehmen. Wir warten aber noch, bis wir die Stats gemacht haben. Das werde ich dem Carlos gerade noch sagen und dann übernehme ich kurz mal am Tisch. Was ist das für ein Schicksal? So assi. So assi. So, wie sie. Ein Illusion. Collusion Play. Eins. Ja, dann machen wir gleich noch kurz die Statspause und dann mache ich kurz zwei Hände. Kaffee machen oder was? Nein. Ich mache noch gleich die Stats. Also bis zum Kevin noch, oder? Ich mache jetzt dann erst die Stats. Achso. Badabi, badabi, so, so, River. Jetzt will ich auch mal Asse. Hab ich gerade entschieden. Ja? Ja, hab gerade so überlegt und hab ich gedacht, warum muss man sich dafür entscheiden? Ja. So, in der Hand geht offensichtlich nicht ganz so viel, sehe ich gerade. Eine gespielt, glaube ich, Lütter, presst hier den Knut raus. Stimmt, eins hast verloren. Ja, von wegen. Stark. Ja. Ja doch, macht er. Also stark gespielt. Nice Hand. Möter gewinnt. Also machen wir kurz eine Stats-Runde. Habe ich gerade einen Carlos angesagt. Knut mittlerweile maximal vorne, 3,5 Lagen. Ich würde jetzt nicht sagen, er dominiert den Tisch, aber er spielt zumindest so tight, dass er hier im Plus ist. Pharao 2,5 Lagen vorne, Möter 2 Lagen vorne. Der kommt so langsam in Fahrt. Kravitz bei 0 angelangt, also am absoluten Nullpunkt. Da geht noch nicht so viel. Vize bei 0. Und dann haben wir 3 Spieler, die im Minus sind. Kupfer 18 hier mit einer Lage im Minus, Maroon 2 Lagen und Kevin leider 4,5 Lagen. Aber Kevin wird zurückkommen, da bin ich mir sicher. Der ist stark. V-Pip ist auch stark, vor allem beim Pharao und beim Kupfer. 83%, Gravitz 70%. Da geht schon einiges bei den Spielern. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. PFR auch noch relativ unverändert. Kevin, aggressivster Spieler am Tisch. Da hat sich auch nichts geändert. Und Winrate, seht ihr hier, Mütter ist jetzt ganz vorne in der Winrate mittlerweile. Also stabil soweit. Gut, ich schalte mal um. An den Tisch, an die Action und geh rein. Da liebe ich jetzt mal ein paar Hände. Der Carlos kann kurz einen Kaffee kochen, auch ein kurzes Päuschen. Und im Automodus seht ihr die ganze Poker-Action von drinnen. Ah, jetzt hab ich's. Okay. Dass halt einer am Tisch. Verstehe. Okay.